Die Ziele für die Energiewende wurden von der Bundesregierung gesetzt. Die Umsetzung der dafür notwendigen Maßnahmen bedarf einer Abstimmung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden sowie einer Implementierung von Maßnahmen vor Ort. Föderalismus ist natürlich in gewisser Hinsicht eine Herausforderung, weil wir 9 verschiedene Bau- und Raumordnungsrechte koordinieren müssen. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine Chance, weil gerade diese unterschiedlichen Rechtsvorschriften ermöglichen es, dass man angepasste Lösungen findet, die für den jeweiligen Sachverhalt genau die richtigen sind. Diese regionalen Lösungen für Bau- und Raumordnung, deren Kompetenz bei Land und Gemeinden liegt, können somit einen entscheidenden Hebel für den Umbau des Energiesystems darstellen. Einerseits beim Thema Heizungssysteme, beim Thema Gebäudesanierung, und die Raumordnung spielt natürlich eine große Rolle in Bereichen Verhinderung weiterer Zersiedelung, Schaffung von kurzen Distanzen, verdichtetes Bauen. Eine wichtige Rolle bei der effizienten Implementierung von Maßnahmen spielt der dezentrale Ansatz auch bei der Mobilitätswende. Ich denke, dass man hier einerseits auf die Mittel in der Förderungsverwaltung zurückgreifen muss beim öffentlichen Personennahverkehr, aber auch die Raumordnung spielt ebenfalls eine Rolle. Selbstverständlich auch Verkehrsplanung, Straßenplanung und dergleichen. Neben der Rücksichtnahme auf räumliche Bedürfnisse schafft Föderalismus durch seine kleinräumige Struktur auch den Vorteil, die Bürgerinnen und Bürger bei der Energiewende mitzunehmen. Die Gemeinden sind besonders nahe bei den Bürgerinnen und Bürgern sowie bei den Unternehmen. Und hier glaube ich, dass eine Einbindung am besten funktionieren kann. Aber selbstverständlich auch auf der Landesebene. Ich glaube, dass man hier die Möglichkeiten der partizipativen Demokratie bei weitem noch nicht ausgeschöpft hat. Bei allen Individualismus darf das große Ganze nicht aus den Augen verloren werden. Das Potenzial erneuerbarer Energien ist in Städten weitaus geringer als am Land. Eine Energieautarkie von Gemeinden wäre daher nicht nachhaltig. Was es braucht, ist mehr. Ein gemeinsames Ziel, eine Vision, deren Erreichung man hinarbeiten muss, und die Bereitschaft, natürlich das Kirchturmdenken hinter sich zu lassen und zu einem größeren Ganzen beitragen zu wollen. Also es benötigt schon eine Offenheit und einen starken Willen zur Kooperation.